Katharina, Eva, Helena, Busra, Hanna, Jessica, Eva, Susanna, Ramona und Valerie. Girls' Day im Willy-Brandt-Haus. Warum gerade hier in der SPD-Zentrale? Bei der Partei, die zuerst die Frauenquote eingeführt hat. Weil es trotzdem, auch hier in der Politik, zu wenig Frauen gibt. Sie sind gekommen, um zu schauen, wie man Politik weiblicher machen kann. Kann dieser Mann es Ihnen erklären? Martin Gorhold, Bundesgeschäftsführer der SPD, begrüßt die Mädchen in der Parteizentrale. Bevor es losgeht, hinein ins Haus, auf zum Rundgang. Halt, doch nicht. Erst ein Fotoshooting mit Nicole Maskus. Vor ihrer Kamera stehen an anderen Tagen Abgeordnete, Ministerinnen oder Parteivorsitzende. Norbert Meierhöfer vom Besucherdienst erklärt die Räumlichkeiten. Glas, heller Kalkstein und je nach Lichteinfall tiefblau schimmerndes Metall dominieren die Optik. Die unverspiegelte Verglasung betont die Transparenz des Willy-Brandt-Hauses, das keine geschlossene Polizeizentrale sein will, sondern ein offenes Haus. An der Geschichtswand sind Momentaufnahmen der deutschen Sozialdemokratie zu sehen. 180 Quadratmeter für 145 Jahre SPD. Und schon geht's weiter in die oberste Etage des Hauses. Hier befindet sich der Präsidiumssaal, wo jeden Montag um 10 unter anderem Kurt Beck, Andrea Nahles und Frank-Walter Steinmeier sitzen. Heute empfängt die Juso-Bundesvorsitzende Franziska Drosel die Mädchen hier zu einem Gespräch. Wie ist sie zur SPD gekommen? Wo hatte sie sich früher engagiert? Ist es schwer als Frau in der Politik? Niemand weiß, ob es Antworten auf diese Fragen gab, denn was im Präsidiumssaal gesprochen wird, soll nicht nach außen dringen. Aber genug gequatscht. Jetzt geht es an die Arbeit und rein in die Abteilung des Willy-Brandt-Hauses. Susanna und Hanna werden die Pressestelle kennenlernen. Busra und Jessica gehen in die Abteilung Parteiorganisation. Und Eva und Odelia schauen bei den Jusos, der Jugendorganisation der SPD, vorbei. Ramona und Valerie tauchen ein in die Abteilung Finanzen. Hier werden sie von der Schatzmeisterin Barbara Hendricks begrüßt und führen Gespräche über Sponsoring, Fundraising und Mitgliedsbeiträge. Anschließend entwerfen sie sogar einen eigenen Sponsorenbrief für ihre nächste Schulfete. Nahostreise, Vier-Parteien-Dialog und Lateinamerika-Konferenz. Hier klingt es nach internationaler Politik und mittendrin Eva, die teilnimmt an der wöchentlichen Abteilungsrunde. Steht dem Parteivorsitzenden schwarz oder weiß besser? Helena und Eva lernen viel über die Wirkung von Bildern und den Aufbau eines Plakates in der Abteilung Planung und Kommunikation. All diese Informationen gilt es dann umzusetzen. Sie entwerfen ein eigenes Plakat und präsentieren es später in der Redaktionskonferenz. Die Redaktionskonferenz ist das Zusammentreffen aller Mädchen nach ihren Ausflügen in die Abteilungen des Hauses. Aus den Bildern, die im Laufe des Tages von ihnen gemacht worden sind, wählen sie die aus, die im Internet später zu sehen sein sollen. Daneben erscheint ein Text im Netz, den sie gemeinsam zusammentragen. So kann jeder nachlesen, was sie im Willy-Brandt-Haus erlebt haben. Zum Abschluss des Tages noch ein Gespräch mit der Personalchefin des Hauses. Resi Jäger erläutert, für welche Berufe Ausbildungsplätze in der Parteizentrale angeboten werden und gibt Auskunft über die Praktikumsmöglichkeiten. Damit der Abschied nicht ganz so schwer fällt, gibt es noch einen SPD-Beutel mit auf den Heimweg. Was sich darin befindet, hat man uns leider nicht verraten. Nach dem Tag heute, wirst du denn jetzt Politikerin? Vielleicht, also mir hat es schon gefallen hier. Mein Vater arbeitet ja auch hier und da. Ich finde es schon interessant, weil man sich ja auch dafür engagieren muss, was über einen entschieden wird. Mal gucken, also die Politik war sehr interessant heute hier und mal gucken, ob ich damit einsteigen werde. Oder doch eher Informatikerin? Nee, ich glaube Politikerin ist besser. Was war ein Highlight hier heute im Willy-Brandt-Haus? Ich finde, es gab kein Highlight, es war eigentlich alles so schön, so wie ich fand. Und wenn du könntest, wirst du nächstes Jahr wiederkommen?
mal sehen. Also weil man muss ja auch möglichst viel ausprobieren. Und deshalb würde ich vielleicht erstmal was anderes machen. Was wirst du dir im nächsten Jahr beim Girls' Day angucken? Vielleicht auch was wieder mit Politik. Mal gucken. In den Bundestag? Mal gucken, wenn es sich ergibt, dann ja. Okay, danke schön. Bitte, tschüss.